und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute wieder mal ein bisschen hyperaktiv, wie es mir scheint. Ja, egal. Also, ich habe heute ein Thema, das ist mir irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, ach, ich erzähle euch, wie es mir eingefallen ist, geht schneller. Ich habe jetzt die letzten 4 Tage meines Lebens damit verbracht, ein Spiel zu suchen, von dem ich mir 100% sicher war, dass ich es habe. Und es heißt Harry Potter und der Halbblutprinz. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, wo ich irgendwie verloren habe. Das klingt jetzt nicht widersprechend, aber es ergibt Sinn irgendwie bei mir im Kopf. Gesundheit, Lisa. Entschuldigt. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dieses Spiel gerade 4 Tage gesucht habe und wirklich total wahnsinnig geworden bin. Was euch auch meine Mom bestätigen kann. Wenn sie möchte. Gut, Mama möchte es euch nicht bestätigen. Gut, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann dieses Spiel, ich habe bei meinem Papa im Schrank gesucht, auch weil da bei meinem Papa im Schrank stand früher in der Nähe mein Spielcomputer und ich habe gedacht, naja, vielleicht habe ich es da zufälligerweise in den Schrank geschmissen und dann habe ich es da nicht gefunden. Da habe ich sogar mein Bett hochgelupft, also meine Matratze, um da drunter zu gucken, ob es da ist, und da habe ich es auch nicht gefunden. Und ich war dann schon kurz davor, bei uns aufs Dach hochzusteigen, was übrigens einer der absoluten Horrororte meines Lebens ist. Dächer und Keller. Ich mag die überhaupt nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch auch so geht. Und ja. Ja, war ich kurz davor, da zu gucken. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, plötzlich, und hat gemeint, ja, sie hätte das Spiel. Und ich war dann zum einen sehr froh und zum anderen auch sehr verwundert. Und dann hat sie mir erzählt, es wäre ganz weit hinten im Schrank gewesen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu meinem heutigen Thema, nämlich wenn Filme dein Leben verändern, weil sie dir irgendwelche Sachen in den Kopf setzen, die du nicht mehr rauskriegst. Und das war nämlich so, als ich ein kleines Mädchen war, gab es mal irgendwann diesen Film, der hieß Chroniken von Narnia. Und in dem Film geht es um ein Mädchen, die in den Schrank steigt, sehr tief rein und dann plötzlich in Narnia endet und da gegen eine Hexe kämpfen muss. Oder eine Eiskönigin. Aber auf jeden Fall steige ich nicht mehr zu tief in Schränke. Was sehr schwierig ist, weil in meiner Familie bin ich mit Abstand die Kleinste. Und alle anderen schmeißen das Zeug immer ganz tief hinten in die Schränke und ich komme da nicht mehr ran. Oh Gott, das ist so typisch bei mir. Ein anderer Film, der mich sehr beeinflusst hat, war, da war ich so 4, 5, da bin ich mal nachts aufgestanden, um aufs Klo zu gehen und da hat mein Papa einen Film, einen Vampirfilm geguckt. Und dann waren da diese Vampire, die den Leuten immer in den Hals beißen. Und seitdem kann ich nicht mehr schlafen, wenn ich nicht mehr die Decke total... Also ich brauche wirklich, ob Sommer oder Winter, ich muss meine Decke bis übers Ohr ziehen, damit ich schlafen kann. Das ist... Ich schwitze mir jede Nacht die Seele raus, aber ich krieg's nicht gebacken, diese Decke einfach mal nicht hochzuziehen. Ein anderer Film, den ich mal gesehen habe, aber das habe ich tatsächlich geschafft zu überwinden... War vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, was es war, da war irgendein Film, wo jemand anders die Zehen gemopst hat bei Nacht. Und da habe ich dann jahrelang nicht schlafen können, wenn ich nicht meine Zehen zu hatte und die Ohren, die Decke bis zum Ohr. Aber dazwischen habe ich dann immer die Knie rausgestreckt versucht und glaubt mir, die Haltung sah aus wie ein krummes Z. Und die sah wirklich schlimm aus. Aber ich habe immer eingeredet, das ist super bequem. Hauptsache, ich habe da diese Angst-Spleens oder diese Kinderängste-Spleens irgendwie erfüllen können. Weil die Sache ist ja die, man hat als Erwachsener, wenn man einen Film schaut, erschrickt man vielleicht oder man hat so dieses, der Film war schlecht oder irgend sowas. Aber es lässt einem nicht solche, ich weiß nicht, manche gibt es, aber vielleicht gibt es das auch noch, aber bei mir ist es eben nicht so. Man entwickelt dann nicht mehr so einfach diese Ticks, die man dann jahrzehntelang durchführt oder die man jahrzehntelang hat. Hauptsache, man hat diese, man hat diese Sicherheit. Die Sicherheit, dass da an diesem Punkt nichts passieren kann. Und ich habe diese ganzen Geschichten halt erlebt, als ich kleines Kind war. Und muss sagen, weil man als kleines Kind sowas sieht oder sowas hört, dann entwickelt man da diese Spleens und dann kriegt man die auch irgendwie nicht mehr los, richtig.
Ein weiteres Spleen von mir ist, ich habe immer furchtbar Angst. Also ich würde mich nie vor eine Mauer stellen, weil ich immer Angst habe, dass dann Lucky Luke vorbeikommt und auf seinen Schatten schießt. Nicht dann gerade an dieser Mauer hängen. Da weiß man ja. Also ich mag Mauern nicht so gerne. So diese altmodischen Zäune, diese großen Gartenzäune. Da stehe ich einfach nicht gerne davor. Ich kann es, aber ich stehe nicht gerne davor. Was fällt mir denn noch so ein? Ja, ich glaube wirklich immer noch ganz fest daran, auch wenn sich das verrückt anhört, dass es irgendwo da draußen die Gallier gibt, die Zaubertrank brauen können, mit dem man mega stark wird. Und ich das irgendwann mal finde ich die, das sage ich euch. Und dann tue ich meiner Mutter helfen und tue immer alle Sachen hochheben, damit sie da drunter saugen kann. Dann kann ich das Bett einfach hochheben, wenn ich selbst mal ein Spiel oder sowas suche. Da muss ich nicht wochenlang oder stundenlang überlegen, wie kriege ich dieses blöde Ding hochgehoben. Was glaube ich denn noch? Ich glaube auch noch ganz fest daran, dass es Hogwarts gibt. Irgendwo da draußen gibt es Harry Potters Hogwarts und es gibt auch bestimmt Azkaban. Wenn es zum Beispiel Der Gefangene von Azkaban mein Lieblingsfilm war. Und ich sage euch, irgendwo da draußen gibt es die. Und ich finde diesen Zug 9 3/4. Irgendwann finde ich den. Ja. Clarence, Mama mit der schielenden Löwe. Den glaube ich nicht, weil ich leider, wenn ich müde bin, schon genug schiele. Ja, was glaube ich noch? Ich glaube auch daran, dass es Mary Poppins gibt. Irgendwo da draußen gibt es Mary Poppins. Das sind so Sachen, die man, wenn man als kleines Kind sowas sieht und man es einfach, ja, dann ist es so, man glaubt da dran. Und ich finde irgendwie, für mich persönlich ist es so, ich habe es nie geschafft, diese Glauben und diese Fantasien irgendwie und diese Träume loszulassen, weil ich es irgendwie schade fände, wenn ich nicht mehr dran glauben würde, dass es da draußen irgendwo wirklich Magie gibt. Oder wenn ich nicht mehr daran glauben würde, dass es tatsächlich, wenn man durch den Schrank steigt, dass man in Narnia landen kann. Oder sowas wie, ja. Einfach diese, ich glaube auch da ganz fest daran, dass es die Welt von den ganzen Disney-Märchenfiguren gibt. Und dann, dass es da irgendwie, also ich stelle es mir nicht schön vor, weil ich meine, gut, am Ende endet alles gut, aber herrje, muss man da, ich frage mich dann auch immer, ob die dann immer eine ewige Dauerschleife leben oder ob die weiterleben. Also laut dem Buch heißt es ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber da heißt es nicht, sie leben heute jetzt übrigens weiter, sondern da heißt es einfach nur, sie leben noch heute. Und das sind so Sachen, die ich mir einfach immer als Kind überlegt habe und wo ich einfach immer gedacht habe, ja, es ist so Sachen, die einen beeinflussen und die einem irgendwie so, ja, in manchen Lebenslagen auch einen Halt geben. Wenn es einem total furchtbar geht, dann ist es doch ein schöner Gedanke, dass wenn man irgendwie wenn man zu viel im Schrank rumwühlt, dass man dann plötzlich auf einer Lichtung endet, die dann in Narnia ist oder irgend sowas, sondern man nicht weiter irgendwie dort sein muss, wo es einem gerade nicht so schön zumute ist. Es sind einfach so Gedanken, die man dann nicht loskriegt. Es gibt natürlich auch solche Spleens, wie zum Beispiel das Spleen mit Dracula, auf die man gut und gerne verzichten könnte, besonders im Hochsommer. Was könnte ich euch noch erzählen? Ich glaube auch, dass es Winnie the Pooh gibt. Winnie the Pooh existiert irgendwo da draußen. Wenn ich ihn finde, dann werde ich ihm einen Honigtopf schenken. Oh Gott, ich sehe schon, dass vor meiner Tür nächste Woche Winnie the Pooh steht. Wollte ich euch einfach mal erzählen, so Sachen, an die man glaubt, auch wenn andere einfach verrückt halten, weil sie einfach das sich nicht mehr vorstellen können, aber die man selbst einfach so für zum Teil auch braucht, einfach zur Sicherheit oder zum Glücklichsein. Und man glaubt ja nicht daran, dass es mehr oder weniger dass alle dran glauben. Und ich will auch nicht, dass jeder dran glaubt, dass es Hogwarts gibt oder Winnie the Pooh. Ist einfach für mich so ein Glauben, an dem ich mich festhalten möchte. Und wo ich irgendwann finden werde. Ich bin auf einer Expedition. Ich sag's euch, irgendwann finde ich die. Und dann zeige ich sie bei euch vor die Kamera. Und das ist einfach was, wo einen dann froh macht, wenn man drüber nachdenkt. Und wo man einfach wieder sich wie ein kleines Kind fühlen kann. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas habt oder ob ihr das total verrückt findet, dass man sowas hat. Und ob ihr das euch vorstellen könnt, dass man sowas hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne runterschreiben, was ihr glaubt, dass es wirklich gibt, was andere euch verrückt halten würden oder
Oh. Was habt ihr so für Spleens, die total auf komischen Geschichten zurückzuführen sind? Ihr könnt mir auch gerne schreiben auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ein gutes Wochenende. Wir sehen uns übrigens am Mittwoch wieder. Bis bald. Ciao!